Hallo zu einem neuen Video. Diesmal, wie ihr seht, mal in einer anderen Atmosphäre. Nicht direkt am Wasser, sondern erstmal zu Hause von der heimischen Couch. Wir waren vor ein paar Wochen am Wasser und haben mal ein bisschen was anderes gedreht. Und zwar war ich auf einem kleinen Match unterwegs. Ihr wundert euch vielleicht auch manchmal, wenn ihr meine Facebook-Posts lest oder vielleicht auch von den Matrix-Kollegen oder anderen Angelkollegen, was da eigentlich alles dahinter steckt. Deshalb dachten wir, wir nehmen euch einfach mal live mit zu einem Match, was alles gemacht wird dort, wie allgemein die ganze Situation ist, wie man taktisch an so ein Match rangeht und haben da jetzt einfach mal ein ganzes Video zusammengeschnitten. Ich hoffe, es gefällt euch, ist mal was anderes und es gibt euch einfach mal einen anderen Einblick wie die üblichen Session-Videos, die ihr von uns kennt. Viel Spaß dabei! Ja, der Tag an so einem Match beginnt üblicherweise natürlich mit der Anreise. Je nachdem ist man schon in der Nähe und hat übernachtet, hat dann einen kurzen Weg. In dem Fall hatte ich eine Anreise von etwa 3 Stunden, bin also relativ früh nachts losgefahren, morgens dort angekommen. Dann werden erstmal die Sachen aus dem Auto gepackt. An dem Gewässer muss man schon ein Stück laufen, deshalb habe ich das Ganze auf ein Transportsystem geladen. Dann geht es erstmal los, ist dort ganz schön gelöst. Wir waren da in Falkenburg beim Shimano Experience Center in Holland. Ich finde eine sehr schöne Anlage, immer top gepflegt. Der Ton macht das immer ja, mit einer liebenvollen Art, kümmert sich immer um seine Gäste. Geht es dann erstmal los, trinkt jeder seinen Kaffee oder Tee. Es wird ein bisschen geplaudert, wie die Erwartungen sind über den Tag, was man für Fänge erwartet, ja, über das Wetter. Und einfach schön, viele Kollegen dann mal wieder zu sehen. Das war jetzt auch im Winter, Februar. Man hat viele über den Winter nicht so häufig oder oft gesehen, wie es eigentlich im Sommer über ist. Deshalb ist es immer wieder schön, dann alte Bekannte zu treffen oder eben auch oftmals dann neue Bekannte kennenzulernen. Anschließend geht es immer los mit einer Ansprache, in der Regel vom Veranstalter, in dem Fall war das der Holger Wolf. Da geht einfach nochmal kurz gesprochen, der Tagesablauf, von wann bis wann wird geangelt, welche Plätze werden ausgelost, ja, was ist erlaubt, was ist eben nicht erlaubt. Manchmal sind gewisse Angelmethoden verboten oder es sind Köderbegrenzungen, oftmals dann eben auch Vorgabe von den Gewässern. Das heißt, dass eben die Lokalität sagt, bei mir darfst du pro Tag nur maximal 2 Liter Maden verwenden. Oder es sind maximal 2 Kilo Pellets erlaubt pro Tag. So Geschichten, wenn dann eben einfach nochmal erläutert, dass für jeden ja, die Spielregeln klar sind. Und dann geht es schon zu einem wichtigen Punkt, geht es zum Losen. Ja, da sind die Plätze sind vorher abgesteckt, wird bekannt gegeben. Und dann wird ein Los gezogen, auf dem man dann den Angeltag verbringt. Und der hat natürlich schon einen gewissen Einfluss. Also man kann einen guten Platz ziehen, wo tendenziell einfach mehr Fische sich aufhalten. Gibt aber auch Plätze, die sind vielleicht nicht immer ganz so begehrt, wo die Fische einfach sich nicht aufhalten. Im Winter ist es eben noch ein bisschen kritischer, weil die Fische sich oft dann zusammenziehen in Rudel und die stehen an manchen Bereichen, in manchen Ecken von den Seen. Und bewegen sich natürlich nicht so viel bei dem kalten Wasser wie im Sommer, wenn sie richtig auf Nahrungsaufnahme sind. Deshalb, ja, man erkennt es auch oft, da gibt es manche Ecken, da wird richtig gut gefangen und dann gegenüberliegend oder ein paar Plätze weiter kann man einfach nur zuschauen. Ne? Das ist aber typisches Winterangeln, gerade an den Commercials, irgendwo sitzen die Fische in der Ecke und da kann man einfach mehr oder eben auch weniger fangen. Mit meinem Platz war ich eigentlich ganz zufrieden, war 2 Wochen vorher schon mal an dem See, da wurde in der Ecke sehr gut gefangen am ersten Tag, deshalb war ich da eigentlich ganz guter Dinge. Aber ja, das Gewässer ist auch immer ein bisschen windanfällig, das heißt, wenn der Wind irgendwie in die andere Richtung weht oder gar kein Wind ist, können die Fische sich auch ganz schnell mal verschieben. Aber ja, nichtsdestotrotz bin ich erstmal mit guter Hoffnung an den Platz gefahren. Transportsystem geholt, dann fahren alle Leute an den Platz und dann geht es weiter mit dem Platzaufbau. Am Platz angekommen, wird die Sitzkeeper abgeladen, wird erstmal ausgerichtet, dort hat jeder seinen eigenen Steg, wo man seinen Platz aufbaut, Sitzkeeper hinstellen, ordentlich aufstellen, dann werden die ganzen Side Trays habe ich angebaut, habe meine Feeder-Auflage montiert, die Setzcacher schon mal reingeworfen,
So dass im Prinzip schon mal der grobe Aufbau alles erledigt ist. Dann geht es mit den Abrollern weiter. Ich habe auch mit der Kopfrute geangelt. Das heißt, ich habe zwei Abroller aufgebaut. Die ist immer wichtig, dass man die ordentlich ausrichtet. Immer schon vorm Angeln mal ein bisschen schauen, dass sie auch in einer Flucht stehen, wo man dann auch die Kopfrute abrollt nach hinten. Dann, wenn so das Grobe mal steht, baue ich in der Regel dann meine Kitterablage noch auf und dann geht es schon los mit den Ruten und mit den Kits. An dem Tag habe ich geangelt mit zwei Fiederruten. Eine Fiederrute habe ich aufgebaut mit einem Maggot-Feeder. Das heißt, da kamen dann einfach nur Maden rein und Maden am Haken. Und eine Fiederrute mit dem Method-Feeder. Weiterhin habe ich auch viel mit der Kopfrute geangelt. Das heißt, da habe ich meine Kopfrute aufgebaut auf 14,5 Meter mit der MTX3. Habe da drei Kits aufgebaut. Zwei Kits für die weite Distanz auf ungefähr 14 Meter habe ich an dem Tag geangelt. Und ein Kit noch kurz, da ist am Anfang irgendwann eine Kante an dem Gewässer und dann hat man relativ gleiche Tiefe. Und bevor diese Kante anfängt anzusteigen, habe ich noch einen Platz gemacht. Wenn die Fische eher im vorderen Bereich sind, ist das auch immer mal noch ein Versuch wert. Nachdem die Kits und so weiter alles aufgebaut waren, geht es dann zum Ausloten. Ist auch ein wichtiger Punkt, hier muss man sehr akribisch sein, muss ein bisschen schauen, habe ich irgendwo Kanten, ist es vielleicht ein bisschen einen Meter weiter links, deutlich tiefer, wie weiter rechts, wie ist der Boden, da ist es auch zum Beispiel immer hilfreich, das Lotblei von so einer gewissen Höhe, zum Beispiel 30, 40 cm einfach mal fallen zu lassen, dann sieht man, wenn man zum Beispiel einen schlammigen Boden hat, fällt das Lotblei in den Schlamm und wenn ich das rausziehen möchte, merkt man das schon oder sieht es auch oft schon am Gummizug, dass es einfach sehr schwer rausgeht. Dann weiß man, okay, man hat eher einen schlammigen Boden. Aber es gibt natürlich auch Bereiche, da hat man einen harten Boden. Da kann man, auch wenn man es fallen lässt, das Blei, kann man es wieder ganz leicht anlupfen. Ja, nachdem das quasi alles ausgelotet war, habe ich meine Tiefen eingestellt, meine Kits alle zurechtgelegt und dann noch die Fiederruten fertig gemacht. An dem Gewässer ist es so, da ist in der Mitte eine Insel, da kann jeder Teilnehmer an die Insel werfen. Es ist auch immer ein Hotspot, die ist auch teils unterspült, das heißt die Fische halten sich gerne an der Insel auf, teilweise auch unten drunter. Und da muss man immer so ein bisschen schauen, direkt an der Insel ist es relativ flach. Und wenn man ein bisschen weiter weg geht von der Insel, dann fällt eine Kante ab bis zum tiefen Wasser. Muss man immer so ein bisschen probieren, ob die Fische schon im flachen Wasser stehen im Winter oder eben eher noch ein bisschen weg von der Insel im tieferen. Hab da dann meine zwei Fiederruten relativ nah an der Insel eingeklebt mit dem Schnurclip an der Rolle und noch markiert. Manchmal, wenn man einen großen Fisch drauf hat, muss man mal ausklippen und dann ist es eben hilfreich, eine Schnurmarkierung zu haben. Dann kann ich beim nächsten Wurf direkt wieder einklippen und muss nicht irgendwo hinten nochmal losgehen zum Ablenken. Nachdem die Routen dann alle vorbereitet waren, habe ich noch die letzten Vorbereitungen getroffen. Da werden dann zum Beispiel die Tossboards an die Routen gemacht. Das sind diese kleinen Becher, mit denen ich dann die Köder ausbringen kann an der Kopfrute. Meine Maggot Feeder montiert und eben dann auch die Haken und die Vorfächer. Und dann war ich im Prinzip schon startbereit. Zu meiner Taktik an dem Tag vielleicht noch mal ein bisschen. Ich hatte im Prinzip einen Method Feeder Mix gemacht, das heißt ein Futter. War in dem Fall das F1 Green mit Super Crush Expander von Sonobates. Und hatte dann auch ein paar Maden dabei, sowie kleine Mikropellets. Das sind so die üblichen Köder, die man im Winter dort verwendet. Dann muss man immer so ein bisschen schauen, meistens im Winter muss man ein bisschen sparsamer sein mit den Pellets, weil man die Fische sonst überfüttern kann oder manchmal auch dann Probleme hat mit sehr vielen Schnurschwimmern. Das heißt, immer nur so ein paar Pellets ins Futter machen, fand ich meistens besser. Und manchmal wollen sie auch gar nicht so viel Futter, dann kann man auch mal mit dem Maggot Feeder probieren, ob das eventuell besser ist. Als Hakenköder habe ich an dem Tag vor allem Maden verwendet und an dem Method Feeder kleine Dumbbells, das heißt so 4 und 6 mm Dumbbells muss man immer mal ein bisschen durchprobieren, oft sind die kleinen im Winter sogar besser. Und an der Stipprute habe ich meistens ja, mit 2 oder 3 Maden geangelt, das ist dort oft ein erfolgreicher Köder im Winter.
Dann war soweit alles vorbereitet, dann war endlich Angelbeginn, dann geht's los, dann werden die Plätze gefüttert, die Kopfrutenplätze habe ich mit dem Tosspot gefüttert, man könnte natürlich auch jetzt einen Polecup nehmen, aber im Winter braucht man relativ wenig Futter und wenig Köder, das heißt, ich habe einfach einen Tosspot genommen und habe da mal eine kleine Menge Köder rein, rausgeschoben, ausgekippt, den Pot relativ genau, immer auf der gegenüberliegenden Seite, eben dann ein Ziel fokussiert. Und habe an meiner Kopfhude immer eine Markierung, zum Beispiel mit einem Isolierband, dass ich einfach quasi einmal in die Richtung drüben eine Markierung habe und in der Länge habe ich dann die Markierung an meiner Rute. So kann man das wirklich sehr genau füttern, den Platz. Habe dann im Prinzip meine drei Plätze gefüttert, habe draußen auf der Kopfhude geangelt und zwei Plätze kurz. Und der andere Platz war eben dann an der Insel mit dem Method Feeder. Ich habe dann angefangen zu angeln mit der Kopfrute auf 14 Meter. War ein relativ langsamer Start. Wichtig ist, immer so ein bisschen beobachten, was passiert am Gewässer. Es ist oft so, gerade im Winter, dass es ein sehr, sehr langsamer Start ist. Es werden kaum Fische gefangen. Der See braucht auch immer so ein bisschen nach dem ganzen Füttern, bis wieder Ruhe einkehrt, die Fische wieder anfangen langsam zu fressen. Und da hat es am Anfang doch recht lange gedauert. Ich habe dann meistens alle 8 oder 10 Minuten mal rausgeholt, habe wieder neu beködert, neues Futter rein. Bis ich dann so nach 40, 50 Minuten den ersten Fisch gefangen habe. Also hat lange gedauert. Ich hatte vorher schon mal eine Indikation, einen kleinen Fehlbiss. Hat man gesehen, okay, der eine oder andere Fisch ist in der Nähe. Und im Anschluss konnte ich dann meine ersten beiden Fische relativ schnell hintereinander fangen. Da war außer gegenüberliegend ein Angler, der schon sehr gut mit der Fiederrute gefangen hat, jetzt auch relativ ruhig am See. Vereinzelt wurde mal ein Fisch gefangen, die meisten Fische eher mit der Fiederrute. Dann habe ich so ein bisschen weiter geangelt, es kamen aber nicht wirklich noch weitere Bisse. Bei den anderen hat man immer so ein bisschen gesehen, wurden vereinzelt Fische gefangen, aber fast alle mit der Fiederrute. Deshalb habe ich dann auch mal auf die Fiederrute mit dem Method Feeder gewechselt, mit einem kleinen Dumbel. Habe auch den einen oder anderen Liner gehabt. Man hat eben ganz feine Bewegung an der Spitze gesehen. Fische waren in der Nähe, sind in die Schnur reingeschwommen. Aber leider blieben die Bisse aus. Also ich habe nur Schnurschwimmer bekommen, die dann auch nach 2, 3 Würfen komplett weg waren. Hab dann wieder gewechselt, bin auf die Kopfrute, war eigentlich auch nichts. Und dann bin ich mal nach ungefähr 2 Stunden ganz kurz auf meine Bahn mit 4 Teilen. Da konnte ich dann 2, 3 Fische fangen. Hat aber dann relativ schnell auch wieder aufgehört zu beißen. Und ich musste wieder anfangen, so ein bisschen die Plätze durchzuprobieren. Hab dann mal wieder auf die lange Kopfrute gewechselt, auf 14 Metern. Hab dann auch wieder mit dem Method Feeder probiert, immer so ein bisschen im Wechsel. Es hat ein bisschen gedauert und dann habe ich auf der Method Feeder doch mal 2, 3 Fische hintereinander fangen können. Was dann doch immer mal wieder ein bisschen gut ist, gerade im Winter, war schon recht kalt, regnerisch, Matsch überall. Also es waren jetzt keine Traumangelbedingungen. Da ist man doch froh, wenn mal wieder ein bisschen Action ist, wenn man schon eine halbe Stunde oder so keinen Fisch gefangen hat, wenn mal wieder ein bisschen was an der Rute zappelt. Ja, das war ein kurzer Run, da habe ich 3, 4 Bisse bekommen und dann war es auch schon wieder vorbei. Der ganze See war relativ verhalten, es waren 2, 3 Plätze, die haben wirklich regelmäßig gut Fisch gefangen und alle anderen war es doch sehr verhalten, immer mal wieder ein Fisch, aber jetzt nicht wirklich toll. Und so musste ich im Prinzip das ganze Match doch kämpfen um jeden einzelnen Fisch. Man musste viel versuchen, mal wieder vorne auf der Kopfrute, mal auf 14 Meter, mal wieder an der Insel. Also es haben sich nirgends so die Fische wirklich eingestellt. Und so habe ich wirklich rotiert von Platz zu Platz durchprobiert, um da hier und da immer mal wieder noch einen Fisch einzusammeln. Am Ende ist ein 5. Platz am ersten Tag rausgesprungen. Das heißt, ja, Mittelfeldplatzierung war, wie gerade schon erwähnt, 3 Angler, die haben wirklich sehr gut gefangen. Die waren eigentlich fast das ganze Angeln deutlich voraus vor den anderen. Dann mein Nachbar, der Manuel, mit dem war es relativ knapp. Der hat am Schluss dann knappe 2 Kilo, also einen Fisch für den Manuel gesprochen. Der hat da ein bisschen mehr Gewicht gehabt, sodass quasi für mich dann der 5. Platz übrig blieb.
war, naja, nicht wirklich zufriedenstellend. Das war ein Zwei-Tages-Event, da ging es dann um zwei Tickets für ein Finale-Angeln von der Matrix Commercial Challenge. Und da muss man schon meistens unter den ersten drei sein am ersten Tag, dass man gute Chancen hat, da nach beiden Tagen unter die ersten zwei zu kommen. Deshalb, ja, war es okay. Ich denke, habe jetzt angelerisch nicht so viel falsch gemacht an dem Tag. Ich glaube auch nur einen Fisch verloren. War jetzt nicht wirklich so, dass man da irgendwie sagt, man hat irgendwie grundlegend was falsch gemacht, glaube ich nicht. Waren einfach, denke ich, nicht so viele Fische da am Platz. Ja, die Veranstaltung ging am zweiten Tag noch weiter, das haben wir nicht alles gefilmt. Es ging einfach nur darum, euch mal so ein bisschen einen Einblick zu geben, wie sowas abläuft. Ich hoffe, das war jetzt mal interessant zu sehen. Kann aber noch so als Fazit sagen, am zweiten Tag lief es doch noch ein bisschen besser für mich. Da habe ich auf der gegenüberliegenden Seeseite gesessen und konnte mit knapp 36 Kilo an hauptsächlich Karpfen und vereinzelten F1 dann den zweiten Platz belegen. Und es hat dann tatsächlich doch noch gereicht, in der Gesamtwertung über beide Tage auf Platz 2 zu kommen. Was noch gereicht hat, mir ein Finalticket zu sichern für das Matrix Commercial Finale, was dann im Oktober stattfindet. So viel zu dem Thema. Jetzt seht ihr auch mal, was vielleicht in der so Posts mal hinten dran steckt, wie so eine Veranstaltung abläuft, was man sich auch taktisch immer viele Gedanken machen muss und auch jeder Tag ist anders. Das heißt, wenn ich jetzt eine Woche später an dem Gewässer bin oder prinzipiell sogar einen Tag später, kann das Ganze schon wieder ganz anders sein. Das heißt, man muss auch irgendwo ein bisschen Erfahrung sammeln, Lehrgeld bezahlen, bis man da auch mal weiß, wie die Fische ticken, wie man auf was reagieren kann oder muss, um vorne mitspielen zu können. Der Platz muss natürlich auch immer noch ein bisschen dazu stimmen, sodass er überhaupt die Fische hergibt, die man fangen muss. Aber alles in allem kann man doch mit der richtigen Taktik schon das eine oder andere noch besser machen, vielleicht wie manch andere am Gewässer. Von daher bleibt es immer interessant, jeder Tag ist anders und gerade das macht für mich auch das Angeln aus. Es ist sehr vielfältig, abwechslungsreich und man weiß am Anfang des Tages nie, was der Tag so bringt. Mhm.